Feuerio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WoW mit Basti zusammen und mir, ich bin Balui. Hallo! Und natürlich bedanken wir uns sehr herzlich dafür, dass ihr in der letzten Folge so viele Daumen nach oben dagelassen habt und so coole Kommentare geschrieben habt. Und wir freuen uns über jeden, der auch auf die Idee kommt, WoW zu spielen und hier auf unserem Server Teil der Geschichte von WoW zu sein. Und wie es da jetzt weitergeht, das erlebt ihr in der heutigen Folge. Lass uns hier bleiben. Lass uns den Leuchtturm wieder auffrischen und lass ihn übernehmen, Balue. Du meinst, lass uns dieses Land wieder aufbauen. Wir beiden bleiben einfach hier und sorgen dafür, dass die Obdachlosen und so ein Zuhause kriegen? Ja, wir bauen dieses Land neu auf, Balue. Aber nicht, solange solche Mörder-Murlocs da am Strand rumrennen. Das werde ich erstmal verhindern. Das müssen wir. Wir müssen Trübauge töten. Ja, das kann ja nicht sein, dass der hier einfach diese Familie auslöscht, die nichts getan hat, außer den Leuchtturm zu betreiben. Unmöglich. Balu, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Hä? Ja, er hat ja gesagt, der Captain hat gesagt, er würde am Ufer entlang laufen, aber der ist aber mutig. Wieso um alles in der Welt rennt der nicht weg? Warum bleibt er hier? Wie kann man nur so eingebildet sein? So. Und? Wir müssen hier noch die müssen aber wir auch. Aber Basti, mal ehrlich, meinst du nicht, dass unser Können woanders mehr gefragt wäre als hier in diesem Landstrich? Ich meine, es ist zwar schön hier, aber... Ja, aber sollen wir die jetzt alle im Stich lassen? Wir haben die Aufgaben schon angenommen. Nein, so meine ich das auch nicht, aber wir können uns nicht hier zur Ruhe setzen. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir machen jetzt nichts mehr. Das ist, glaube ich, nicht okay. Glaubst du, wie meinst du das jetzt? Dass ja, du hast ja gesagt, wir würden uns hier zur Ruhe setzen, den Obdachlosen helfen, das aufzubauen. Und, du weißt. Glaubst du, wir haben mittlerweile so einen Heldenstatus, dass es einfach nicht okay wäre? Naja, aber du siehst doch, wie kräftig wir sind. Außerdem möchte ich die Welt kennenlernen. Na, okay, also so gesehen hast du recht. Ich bin einfach kein Freund von Sesshaftigkeit. Nein, der Hauptmann war es, glaube ich. Irgendjemand hat auf jeden Fall erzählt, er war bei Dienst in den Chrisley-Hügeln. Ich frage mich, was das ist. Ja. Oder Nordend, Balui. Die haben so viele Orte genannt, die ich alle noch nie gesehen habe. Und ich möchte sie unbedingt sehen. Ja, und dazu müssen wir uns jetzt, ich würde mal sagen, damit wir immer gut bei Kasse sind und so weiter, arbeiten wir uns durch. Oh, guck mal, er ist wieder auferstanden, Balui. Was zum... Da! Alles in der Welt. Wo kommt der her? Warum kommt der wieder? Sag mal. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Was? Er hatte ein Rezept bei für Westfall-Eintopf. Basti, ich kann das für uns kochen. Freust du dich? Ich kann uns Westfall-Eintopf kochen. Hey, guck mal, da ist noch was ist das für einer? Oh. Süß. Nimm das. Cool. Oh, der hatte was dabei. Oh, die ist aber schlecht. Das Teil will ich nicht. Was hab ich bekommen? Oh, nee, ich mag das auch nicht. Balu, ich muss noch ein paar Orakel töten. Ja, ich auch. Wo sollen die sein? Wir haben irgendwie alles vernichtet, was hier rumrennt. Ja, aber mir scheint so, als ob manche wieder auferstehen. Vielleicht haben die einfach Eier gelegt, wo die raus schlüpfen. Ich habe das Gefühl, die ganze Küste ist verseucht. Seltsam. Aber haben wir nicht noch eine dritte Aufgabe gehabt? Können wir da noch was machen? Ja, achso, wir müssen zu dem Schlund. Ah, aber das ist weit weg. Guck mal auf die Karte. Komm mit. Vielleicht finden wir auf dem Weg dorthin noch ein paar Orakel. Na gut. Lass uns erstmal die Küste entlang gehen und dann sehen wir ja den Strudel nach oben. Dann wissen wir, das sind welche. Du willst in den Strudel rein? Ach, das soll der Schlund sein? Nee. Nein, da gehe ich nicht rein. Das hat er gesagt, Balui. Ja, aber du willst da wirklich reingehen? Müssen wir wohl oder übel. Aber das ist gefährlich. Du willst die Welt sehen, Balui. Dann musst ja, du aber ich möchte Gefahren nicht einen rechnen. Strudel von innen sehen. Dann musst du auch mit all den Gefahren hier rechnen, Balui. Toll, dankeschön, Basti. Was heißt hier dankeschön? Ja, aber man kann doch auch mal vorsichtig an die Sachen reingehen, oder? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was heißt vorsichtig? Nein, ja, ist gut. Dann gehen wir da halt hin. Du gehst vor. Ja, wir müssen irgendwo einen Aufweg finden. Ich glaube, hier ist es gut.
Ja, da scheint man hochklettern zu können. Oh! Das ist unser Empfangskomitee. Ach, dass überall diese Monster sind, die einen einfach angreifen. Wir haben doch gar nichts getan, oder? Ah, ja, das ist deren Lager. Ich glaube, das finden die nicht so gut. Ich glaube, das ist denen egal. Die wollen ja hier Westphal für sich haben. Deswegen ja, dieser Aufstand. So, Angriff! Hier, da, hey, wie Frischfleisch? Ich bin doch kein Frischfleisch. Was denken sich diese Viecher? Balu, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass du gut schmeckst. Hey, Basti. Ich mach gleich aus dir Westphal-Eintopf, wenn du nicht lieb bist. Hm, so wie es aussieht, kommt da alles rein. Ich habe kein Ziel. Da kann ein bisschen Stück Da ist der Schlund, Balui. Ja. Können wir da nicht uns darauf einigen, dass wir da nicht reingehen? Was hältst du davon? Was hältst du davon, wenn ich reingehe und du nicht? Ja, damit könnte ich auch leben. Aber ich lasse dich doch nicht im Stich, Basti. Oh. Wir sind ein Team. Balui, wir sollten eine Vereinigung gründen. Eine Vereinigung? Du meinst eine Zwei-Mann-Vereinigung? Team ja, Basti oder? Und Balui. Baba! Baba! Ja, Team Baba! Team Baba! Und du meinst das als große Vereinigung, wo andere Leute mit rein können? Ja, wer Lust hat, dann Team Baba zu sein, kann da mitmachen oder so. Das ist eigentlich gar nicht. Ja. Und die können auch helfen, die Welt zu verbessern. Das stimmt. Wenn wir ein Team aus Helden hätten, was glaubst du, dann könnten wir hier ganze Häuser errichten und. Ja, zusammen. Ja, die Welt verbessern. Und stimmt, dass sowas wie das hier nicht wieder vorkommt. Wie nennt sich denn so eine Vereinigung, Balui? Warte, wir waren noch in der Stadt, da war doch so ein Schild. Gilde hieß das, glaube ich, ne? Ja, Gilde. Stimmt. Oh. Okay, Balui, komm. Ja. Hier ist alles sicher. Die müssen wir, glaube ich, töten. Wir müssen gar nicht so weit rein, Basti. Wir müssen nur diese Dinger da töten. Das ist doch schon mal gut. Ja. Erledigt. Und was war da drin? Ich müsste dann auch bald mal wieder verkaufen, oh Mann. Ja, ich finde, meine Taschen sind auch viel zu klein. Ich muss unbedingt lernen, größere machen zu können. Hä? Oh, dass das geht, dass wir hier rein können, ohne dass wir von dem Wirbel erfasst werden, finde ich sehr faszinierend. Basti? Moment! Was ist los? Ich konnte den Schlamm nicht aufheben. Ach, okay. Ich hol die mal hier hoch, da müssen wir da nicht zu tief rein. Warte, ich zieh sie hier hoch. Hier ist noch einer. Haha. Okay, das war der vorletzte. Hast du noch einen? Ich traue diesem Ding auch immer noch nicht so ganz. Ich habe da in der Schlucht auch noch einen getötet. Ja, den muss ich mir auch noch schnappen. Ah, okay, genug. Ich habe genug. Ich habe Lust, da unten in die Mitte zu gehen. Nee, ich nicht. Spürst du nicht diese Kraft? Siehst du nicht, wie das leuchtet? Das ist meistens kein gutes Zeichen. Okay. Glaub einem Magier. Lass uns wieder zurückgehen. Ja, komm, wir haben alles. Nein, lass den Weg nehmen. Oh Mann. Ja, so. Bist du sicher, dass wir hier rauskommen? Da oben. Okay. Da kommen wir garantiert raus. So. Na, dein Wort. Naja. So. Oh Mann, der wird sich jetzt freuen, dass wir ihm seine Aufgaben hier... Ja, ich denke, er kriegt seine Rache. Und außerdem, Basti, wir brauchen uns gar nicht um den Leuchtturm kümmern. Er hat ja gesagt, er kümmert sich darum. Ich weiß zwar nicht, wie er das als Geist macht, aber er hat gesagt, er kümmert sich. Ja, okay, gut. Dann entdecken wir die Welt so ein bisschen. Wir haben ja auch Schild gesehen, was Richtung Dämmerwald gezeigt hat. Dämmerwald. Ja, ich frage mich, was uns alles dort erwartet. Wald. Ich kann einfach keine Wälder mehr sehen. Nicht? Ich habe vorhin von dem Typen am Turm was gehört, von einem Ort namens Rotgebirge, wie hieß das, Rot-irgendwas-Gebirge, dass sie da Leute suchen. Rotkammgebirge? Ach, Rotkammgebirge. Die brauchen wohl auch Hilfe, aber wir haben jetzt erstmal hier was zu tun. Aber ja, bevor wir, also ich meine, wir sollten vielleicht, weißt du, die Soldaten wissen halt, wo Not am Mann ist und wenn wir jetzt einfach wild einfach nach Dämmerwald da hingehen, nur weil wir Bock haben, ist... Ja, weiß nicht, ob das richtig ist. Keine Ahnung. Allerdings, ich weiß auch nicht, die können uns ja hier nicht befehlen, irgendwas zu machen. Sie bitten ja immer freundlich um Hilfe. Also, ja, deswegen hätte ich ja gesagt, wir gehen einfach dorthin, was uns interessiert, Balui. Ja, ach, ich
bin so zwiegespalten. Warum denn? Willst du dein Leben lang rumkommandiert werden? Nein, auf keinen Fall. Ah, Basti! Hier sind drei! Aua! Ach komm, die können uns doch mittlerweile gar nichts mehr. Wir sind viel zu stark. Ja, aber drei ist dann doch auch ein bisschen viel für mich. Oh Mann, Baloui, du musst noch viel lernen. Ja, ich bin halt, weißt du, wenn ich Zeit habe, mich vorzubereiten auf einen Kampf gegen die, ist das ein bisschen einfach. Was hast du denn da? Was war das? Meine Seit wann kannst du Tage. Blitze aus deinen Fingern zaubern? Das war ein knisternder Jadeblitz, Baloui. Oh. Ich bin jetzt auch ein Magier. Nein. Doch, ich bin ein Mönch-Magier. Du kannst nicht auch gleichzeitig Magier sein. Ich bin der Lass Magier. Mich. Aber ich kann das und du kannst meine Attacken nicht. Das ist nicht fair. Das heißt, ich bin besser. Nein. Doch. Nur weil du einen Blitz zaubern kannst. Wow. Vielleicht ist es aus Versehen oder so. Was wie aus Versehen? Ach, nee. So, Captain, was ist los? Das Feuer wird ohne Schlamm nicht sehr lang brennen, Baloui. Früher haben wir Öl benutzt, aber das war schwer zu beschaffen. Ich muss euch für euren Mut loben, Magier. Die Felsen an der Küste Westphals werden dank eurer harten Arbeit beleuchtet sein. Solange das Feuer brennt, werden viele Leben verschont bleiben. Mein Tod an diesem Strand war unnötig. Meine Aufgabe im Jenseits ist es, dafür zu sorgen, dass niemand dem gleichen Schicksal erliegt. Oh, cool. Ich nehme mal so einen Heiltrank mit. Ja, ich nehme den Mana-Trank. Was ist Mana? Das ist das, was man braucht, um zu zaubern. Aber du brauchst das ja anscheinend nicht. Nee, ich habe Chi, Baloui. Gut gemacht. Ihr habt euch ein ziemliches Talent für den Kampf. Dank euch ist die Küste Westphals jetzt sicherer als zuvor. Ja! Habt ihr der Bedrohung namens Trübauge schon den Garaus gemacht? Er ist gesehen worden, wie er an der Küste von Westphal umherstreift. Also ist Trübauge, diese garstigen Heide, jetzt endlich tot. Gut gemacht. Durch eure Hand ist ein Leben beendet worden. Doch vielleicht wurden gerade durch diese Tat viele weitere Leben gerettet. So gefährlich das große Meer auch ist, diese Nacht wird es dank eurer heldenhaften Tat ein wenig sicherer sein. Ja! Oh, ich kann mir was aussuchen. Oh, Baloui, wir sind so gut. Ja. Hörst du das? Hast du das gehört? Ein Schiff? Cool. Wo kam das her? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Aber ich habe es gehört. Ich auch. Ja, Basti, wir haben auf jeden Fall was gut gemacht. Wir haben was richtig gut gemacht. Und jetzt müssen wir im Mondbruch aufräumen, ne? Oh ja, ich habe so Zettel gekriegt. Okay. Ja, ich habe auch irgendwelche Zettel, aber damit kann ich nichts anfangen, Baloui. Ich habe den mal gelesen und jetzt, ich fühle mich kräftiger. Okay. Nur durchs Lesen. Ah, ich kann was Neues. Guck mal, Basti. Was? Wow! Cool. Das ist wirklich cool, Baloui. Oh, hört das auch irgendwann auf? Oh, ja, das dauert aber lange. Ja, das macht aber keinen Sinn, wenn da nur ein kleines Monstervieh ist, weil das dauert ja ewig, bis der anfängt. Ja, deswegen machst du am besten, wenn ich viele Gegner um mich habe. Ja, vielleicht solltest du das einfach mal machen, immer viele Gegner heranziehen und ich mach dann das Eis drauf. Oh ja, ich glaube, das wäre eine gute Taktik. Finde ich auch. Und jetzt ab nach Mondbruch, Baloui. Wir müssen schließlich die Flugblätter finden. Stimmt. Oh, also da fehlte mir wohl noch eine Kleinigkeit. Jetzt habe ich erst die ganze Map aufgemalt. Was ist eine Map, Baloui? Ja, deine Karte. Das ist halt. Sag doch Karte. Karte, Map, das ist halt. Das habe ich aufgeschnappt von den Obdachlosen. Die haben das so genannt. Map. Komisch. Karte. Das Gleiche. Anscheinend ein. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Ein zweites Wort dafür. Ja? Ja, muss ja. Okay.
Ach, hier sind überall diese Vögel immer. Ja. Was müssen wir denn nochmal finden? Ich habe mich ganz aufgepasst. Guck mal, hier ist einer. Guten Tag. Markus. Guten Tag. Braucht ihr etwas? Der. Hä? Bei dem kann man Zeug verkaufen. Kann ich auch verkaufen. Das ist der Rest. Aber der verkauft so komische Sachen. Guck dir das mal an. Kannst du damit was anfangen? Ich hab's mir nicht angeguckt. Moment. Bin gerade dabei, mein ganzes Zeug hier loszuwerden. Kronkorken. Nee, sowas habe ich nicht. Nein, sowas habe ich nicht. Was, woher ich sowas haben soll? Was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Eine Taschenkanone, Dreispitz, Handlanger Peins. Ich habe echt keine Ahnung, was ich damit machen soll. Okay. Für die Allianz. Ja, lassen wir das. So, wir sollen irgendwie Informationsflugblätter oder sonst was finden. Oh, das finden die Leute aber wohl nicht so gut. Du bist angegriffen. Ja, ich sehe es. Hab doch gar nichts gemacht. Okay, wir müssen aufpassen. Oh, hier, Basti. Da ist ein rotes Ding drin. Wo? Komm mal her, zu dem. Da ist ein Kopftuch drin. Und das sieht aus wie das, was bei den Braunwirbels war. Oh, tatsächlich. Ich glaube, wir sollten davon noch ein paar mehr sammeln. Wenn die wirklich von hier kommen, die Typen, dann glaubt ihr uns nicht, wenn wir nur ein Tuch mitbringen. Hier ist einer drin. Hier hängt ein Flugblatt. Okay. Ich habe noch eins. Was ist hier los? Wo sind wir hier gelandet, Baloui? Ich weiß es nicht. Basti, prügelst du dich gerade mit jedem? Die mich angreifen. Oh Mann. Vorne an der Tür hing ein Flugblatt. Hast du es gesehen? Oh, da, tatsächlich. Gut. Ja, so. Da liegt was auf dem Boden, siehst du das? Stimmt. Was ist denn das? Keine Ahnung. Okay. So. Ich hab's. Lesen. Interessant. Komm, gehen wir mal in das Haus hier rein. Ich finde das hier alles sehr seltsam. Hallo? Guten Tag. Oh, da ist noch so ein Typ. Aua. Da hinten auch. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, Mann? So. Nimm das und das. Aber ich gehe mal in den Keller. Irgendwie ist das alles hier sehr seltsam. Da ist ein Keller? Ja, hier ist ein Keller. Auch das habe ich nicht gesehen. Aber hier ist nichts drin. Hier sind nur zwei alte Fässer. Ich klopf mal dran. Ah, die klingen sehr hohl. Da ist wohl nichts mehr drin. Da scheint wohl nichts zu sein, Baloo. Hat das Haus hier eine zweite Etage oben vielleicht? Ja, da. Oh, da geht's hoch. Ah, ich habe ein bisschen Sorge, dass das hier zusammenbricht. Oh, da ist schon wieder so einer. Was denkst du dir eigentlich? Ah, ja. Oh. Hier sind aber noch echt... einer. Aber nicht jeder greift an. Warum machen das denn nur manche? Was soll denn das? Versteh's auch nicht. Hier liegt was. Da ist ein Buch. Okay, nehmen wir das auch mal mit. Anscheinend sehr seltsam. Total komisch. Ups, hier geht's nicht lang. Ich habe mich verirrt. Und wie alles hier verwüstet ist. Stell dir mal vor, wir könnten hier raus eine eigene Taverne machen. Ja, stell dir einfach raus, wir würden das hier renovieren und dann könnten die Leute darin wohnen. Die Team Baba Taverne. Ja. Ist das eine Kirche? Stimmt. Das war das, was ich als Leuchtturm gedacht hätte. Hier steht Westfall. Oh, und ein Totenkopf dran. Ich glaube, die Leute sind nicht unbedingt gut auf die Wachen der Allianz hier zu sprechen. Das kann durchaus sein. Aber warum? Gerne, was los ist? Hey. Warum hassen die uns alle hier? Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir versuchen doch nur zu helfen. Da liegt auch noch was rum, ein Buch, Baloo. Ja, nimm's mit. Ja, hab's. Okay, ich glaube, das müsste reichen. Ja, mehr als genug Informationen. Haben wir auch genug von den Tüchern? Ich hab genug, glaube ich. Ich denke mal, 6 oder so reichen, damit der überzeugt sein sollte. So, ich rede mal mit Albert, ja. Ja, riecht einfach. Hier hast du die Sachen da. Guck. Was? V? Der einzige V, den ich kenne, ist Van Cleef. Und der ist vor vielen Jahren gestorben. Okay. Hä? Sieht so aus, als fängt die Versammlung, von der die merkwürdige Gestalt sprach, bald an. Die Obdachlosen setzen sich in Bewegung. Ich möchte, dass ihr an der Kundgebung teilnehmt und Informationen sammelt. Begebt euch zur Stadt mit dem Mondbrust und hört euch die Ansprache an. Kehrt
zu mir zurück und berichtet, was ihr rausfinden konntet. Okay. Und guck dir das an. Wegen dem Mord. Braunwirbel. Ja, hier. Ich habe seit 5 Jahren keine roten Kopftücher mehr gesehen. Ob diese merkwürdige Gestalt wohl versucht, die Bruderschaft der Defias neu zu gründen? Was ist die Bruderschaft der Defias? Hui. Auf jeden Fall habe ich eine coole neue Handschuhe gekriegt. Dankeschön. Ich habe so Armschienen. Ich weiß aber nicht, wer die Defia sein sollen. Oh Mann, Balu, ich setz mich mal hier kurz zur Ruhe. Ach, du hast recht. In diesem Zelt. So. Und guck mal, mein Haustier hier hat sich auch auf das Fass gesetzt. Na dann.